Also gut, Zeit, meinen ersten Tauchzug in die Mülltonne zu machen und mir einen Anime zu holen, der richtig trashig ist. Gerade weil es das Einführungsvideo ist, ist es natürlich verständlich, dass ich erst klein anfange und mir etwas relativ Bekanntes heraushole. Und nein, ich rede nicht darüber, sondern über einen Anime, der erst letztes Jahr herausgekommen ist und schnell den Titel als eines der schlechtesten Anime aller Zeiten gehalten hat. Ein Anime mit dem Namen My Sister, My Rider. Wie schlecht ist der Anime? Nun, einige Leute, die mit dem Anime gearbeitet haben, hinterließen Andeutungen in den Credits, dass es Probleme in der Produktion gab. Es ist halt ein schönes erstes Zeichen, dass der Anime, den du dir bald anschauen wirst, richtig scheiße ist. Nun, verschwenden wir keine Zeit und bringen wir es hinter uns. Die Geschichte ist eigentlich relativ simpel. Yu Nagami möchte ein erfolgreicher Light Novel Schreiber werden. Jedoch versaut er den Einstieg in den Newcomer-Wettbewerb, weil er ist nicht ganz begabt. Es stellt sich dann im Nachhinein hinaus, dass Yus kleinere Schwester Suzuka den Newcomer-Wettbewerb unerwartet gewonnen hat. Und es wird nun vorgesehen, dass die Light Novel veröffentlicht wird. Da Suzuka aber noch nicht gestattet ist, offiziell zu arbeiten, bittet Suzuki Yui darum, ihren Platz als Schreiber und einen Pseudo-Anonym einzunehmen. Der Rest sind simple Alltagsgeschehnisse mit ein paar perversen Charakteren. So, wenn ich das so erzähle, klingt es doch eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Naja, sagen wir es am besten so. Es wäre wahrscheinlich ein viel besserer Anime, wenn es sich hierbei nicht um eine Bruder-Schwester-Inzest-Romanze handeln würde. Dieses ganze "Ich liebe meinen Bruder" Romanze ist alleine schon abschreckend für einige Zuschauer, mich mit einbezogen. Selbst wenn es gut geschrieben ist und mit einer gewissen Ernsthaftigkeit behandelt wird, löst dies nicht das Unwohlgefühl, was ich bekomme, wenn ich mir solche Animes ansehe. Und dann kommt auch noch dazu, dass die Light Novel, die die Schwester geschrieben hat und sehr groß rausgekommen ist, auch noch eine Liebe zwischen Geschwistern ist. Und absolut jeder, der das liest, bewundert diese Arbeit ausnahmslos. In anderen Worten, ich will definitiv nicht in dieser Welt leben. Die Animation ist ebenfalls so ein Thema, wodurch dieser Anime sehr bekannt geworden ist. Die Körper sehen an einigen Stellen fragwürdig aus. Doch was am meisten auffällt, sind die Gesichter. An einigen Stellen sieht es so aus, als würden sie schielen, an anderen Stellen ist der Abstand der Augen und des Mundes sehr fragwürdig. Und dann gibt es Gesichtsausdrücke, wo man sich glatt denken könnte, das Gesicht schmilzt langsam. Was ich ebenso erwähnen möchte, sind diese seltsamen, wie sagt man am besten dazu, Kamerapositionen? Manchmal ist der Bildschirm einfach so 90 Grad Winkel gedreht, als würde man ein Smartphone zum Aufnehmen verwenden. Im seltenen Fall ist es sogar diagonal ausgerichtet. Die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, beim Bearbeiten des Animes ist es irgendjemandem langweilig geworden und er hat einfach mal seine Grenzen ausprobiert. So nach dem Motto, mit welchen Aktionen könnte ich eigentlich noch durchkommen? Wenn ich ehrlich bin, ich würde wahrscheinlich dasselbe machen, wenn mir jemand sagen würde, ich soll eine Inzestromanze zusammenbasteln. Einige werden sich jetzt sicherlich denken, ja okay, wir haben verstanden, Inzestromanze. Doch dies ist sicherlich nicht das einzige, was das Anime zu bieten hat. Da muss doch sicherlich noch mehr sein. Nun, es gibt tatsächlich noch mehr zu den Anime. Doch die meisten davon könnte man einfach als Anime-Klischees aufzählen. Hey, wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, wäre es doch eigentlich eine gute Idee, alle Klischees aufzuzählen, die mir aufgefallen sind. Anfangen tut es natürlich mit dem absolut gewöhnlichen und langweiligen Hauptcharakter, der keinerlei Persönlichkeit hat, außer dass er ein recht netter Mensch ist, damit sich die Leute vorstellen können, in seiner Situation zu sein. Dann haben wir noch die absolut perfekte Schwester, die einfach mal gut in allem ist. Und noch viel mehr. Der Hauptcharakter bekommt seinen Haaren, obwohl er der uninteressanteste Charakter im gesamten Anime ist. Die weiblichen Nebencharaktere stürzen sich geradezu auf den Hauptcharakter wie Raubtiere auf ihre Beute, als wäre er der letzte Mann auf Erden, obwohl eigentlich sowieso schon klar ist, wer sein Liebling ist.
Der Hauptcharakter wird ständig in seltsame und perverse Aktionen reingezogen. Und nicht zu vergessen, die klassische Strand-Episode. Zuletzt fügt man da noch ein paar versaute Witze hinzu und ein Konflikt, der eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Und schon hat man eine grobe Beschreibung von den Anime. Natürlich will ich dazu erwähnen, dass nicht alles in den Anime schrecklich ist. Einige Nebencharaktere sind zum Beispiel ganz okay. Das ist zwar jetzt nicht genug, um den Anime zu retten, aber zumindest gab es etwas, was erträglich war. Besonders mochte ich die Illustratorin, die mit dem Fluch leben muss, dass sie nur Versautes zeichnen kann. Obwohl das eigentlich nicht ganz stimmt, weil sie sehr wohl in der Lage ist, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wenn ich ehrlich bin, wünschte ich mir, die Geschichte würde über sie drehen, wo sie ständig ihre Klienten trollt und anflirtet. Ich meine, es wäre um einiges besser, als dieses langweilige Inzest-Liebespaar zu folgen. Und das war alles, was ich über diesen Anime sagen kann. Es ist schrecklich und selbst ohne den Inzest wäre es nicht besser. Jedenfalls, das war mein Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, schreibt mir in den Kommentaren, was ich ändern sollte.